Alright, welcome back! Ja, willkommen zurück bei Let's Play ich will immer Smackdown sagen. WWE 2K14 Universe Mode. Es geht weiter mit dem Turnier, um unsere Gegner bei Night of Champions herauszufinden für das erste Match um die FCW Tag Team Championships. Also, Hart Foundation gegen The Shield. Wer macht das Ding hier? Bei The Shield sind Dean Ambrose und Rollins stellvertretend dabei. Die Hart Foundation macht das Ding hier. Rocket Sock Connection gegen die Brothers of Destruction. Wer schafft es? Die Rocket Sock Connection. Und das war's für diese FCW-Ausgabe mit den beiden Matches. Beim nächsten Mal dann mit Sami Zayn und Kevin Steen, also Generico und Steen, gegen die Kings of Wrestling, gegen Hart. Achso, und Hart Foundation gegen Rocket Sock Connection. Gut, also weiter mit dem normalen und regulären Universe-Mode. Ihr könnt mir weiterhin Finisher-Vorschläge in die Kommentare posten, sowie auch Daumen nach oben geben. Das wäre sehr nett. Also weiter mit der WWE-Welt. Und ich habe beim letzten Mal erwähnt, es gab ja den Bug anscheinend. Muss ein Bug gewesen sein. Und denn ich habe das auch im Forum gelesen, dass dass ich kein Einzelfall damit bin. Weil ich sehe das schon wieder, dass Eddie und ich im Team sind und nicht Cody und ich. Das muss ich ja dann im Prinzip umändern, weil es geht ja irgendwie nicht. Aber vorher erst nochmal die Simulation. Piper gegen Kurt Hennig. Und Roddy Piper macht das Ding. Scotty Tordy gegen Fandango gegen Biggie Langston in einem Triple Threat Match. Und Scotty Tordy macht überraschenderweise das Ding. Farouk und Sting müssen gegeneinander antreten und Sting gewinnt. Die Rivalität zwischen Chris Hero und Bad Bones geht in eine weitere Runde. Und Chris Hero kann erneut dieses Match für sich entscheiden. So. Teilnehmer wechseln. Wir machen frei bearbeiten. Wir haben ein normales Tag Team Match beim letzten Mal gesehen. Wir machen jetzt Tornado Tag Team Match. Ich glaube, das ist okay. Normales Tag Team. So, das bedeutet. Wo sind wir? Zack. Cody? Cody? Hier ist er direkt. Gegen Eddie. Achso, wahrscheinlich bei den Legends. Und Ray. Sollte klappen, so. Ich hoffe, das ist okay. Und wir starten dieses Match. Und jetzt wirklich mit Cody an der Seite. Mal sehen, wie das klappen wird. Ne? Die Hintergrundmusik natürlich wie immer von She-Ra. Falls ihr Jungs unterstützen wollt, kauft deren Album, deren Alben, spendet denen was oder benutzt einfach deren Musik und erwähnt die Leute dabei in die Credits oder was auch immer. Ich kann zwischendurch hier nicht wechseln oder ich kann nicht zu Cody wechseln. Schade eigentlich. Wäre eigentlich ganz interessant, aber das werden wir machen. Tornado Tag Regeln sollten klar sein. Das bedeutet einfach nur, dass man nicht taggen braucht, sondern dass man immer im Ring ist oder alle vier Kontrahenten im Ring sein sollten. Man kann es natürlich auch nach draußen verlagern, das Ring geschehen oder das Match geschehen. Wird dann aber ausgezählt, oder? Mal probieren. Wird man ausgezählt? Ich habe keine Ahnung. Sieht nicht so danach aus, ne? Gut, dann gehen wir mal ein bisschen nach draußen. Dann können wir mal ein paar OMG-Moments zeigen oder so. Das wäre auch ganz cool. So, Taunten. Habe übrigens meinen Wake-Up-Taunt geändert, weil der ja immer so lange gedauert hat. Ich hatte ja ursprünglich das Moveset von Dean Ambrose eingestellt. So, da kommen die Punches. So, die Q sollte aus sein, ne? An, meine ich. So, dann weiß ich ja Bescheid. Die eingestellten Finisher habe ich mir auch aufgeschrieben, die von den Usern gewünschten. Und wie am Anfang der Episode erwähnt, einfach in die Kommentare schreiben. Falls ihr auch Finisher-Vorschläge im Gedächtnis habt oder so. Vielleicht sollte ich Cody ein bisschen unterstützen. Oder mich erstmal um mich selbst kümmern. Was weiß ich nicht. Ah, Cody kommt gerade ganz gut klar, sehe ich. So, Fake Weapon. Wird leider nichts. Ich spiele natürlich wie immer mich selber. Den guten Franz, ne? Also, der Wristlock, nicht geschafft zu kontern. Side Headlock wird dafür gekontert von mir. Okay. In den Takedown, in
Drop Toe Hold. Will man Teardrop sagen, aber Teardrop ist ja. Warte mal, wie heißen die Dinger? Tränen. Dings. Hier. Tränentropfen. Das ist das. Teardrop. Tränentropfen. So. Achso. Nein, lass ihn in Ruhe. Nein, da muss ich eingreifen. Gut, dass Cody es noch selber geschafft hat. Bam. Da muss man ja helfen sein, einem Tag-Team-Partner. Man bleibt. Einem bleibt ja nichts anderes übrig. Das wollte ich sagen. Der Whisper. Nein, Quatsch. Der Moonsault hier von Ray. Sehe aber auch nicht, ob Ray oder Cody einen Finisher hat. Wäre aber interessant zu wissen eigentlich. Ray jetzt hier mit einem Comeback-Moment am Start anscheinend. Der Blackout Slam. Sitz! Und jetzt kommt der Kermit-Klatsch. Oh, jetzt habe ich abgebrochen, ne? Ich will immer alle Tasten drücken. Aber hier comes the pain. Wo ich ja immer abgrundtief verliere. Weil ich das noch nicht gesehen habe. In den Submissions. Weil das schaffst du niemals. Dort. Aber hier geht's ja noch. So, Cody. Willst du das Ding hier schon zumachen oder was? Nein, wird noch nichts. Ab! Zack, es werden Punches. Bam! Die Lariat. Kann ich ja Cody auch mal ein bisschen in die Arme greifen, ne? Und jetzt wieder zurück zu Eddie. Der Neckbreaker. Dann hinterher einen Elbow. Denn jetzt haben wir gleich einen. Wir mal kurz gucken. Signature Move. Alles klar. Will ein AKO versuchen zu zeigen. Der Alabama Slam hier. Na, Cody, ich möchte noch. Das soll noch nicht vorbei sein. Das soll noch nicht vorbei sein. Und ich glaube, Eddie hat auch was dagegen. Ja. Es gibt hier auch die Double Team Aktion. Hier rein. Konnte er sogar? So. Oder ich zeige einfach so den AKO. Da kommt er nämlich. Boom. Und einfach nochmal. Oh, mit dir. Und dann zeigen wir den Seth Walker mit anschließendem Pin. Pin! So, Schiri, zähl! One, two, na! Ray dazwischen. Gegangen. Da hätte ich dann noch ein bisschen warten sollen. Hier, der Leverage Pin. Ray gerade beschäftigt. Das könnte der Sieg sein. Oh oh. Da bin ich nochmal rausgekommen, alles klar. Hier, Cody Rhodes mit dem Boston Crab. Eddie anscheinend abgebrochen, seine eigene Submission, oder hat seine eigene Submission abgebrochen, um Ray aus der Patsche zu helfen. Hat ihm aber letztendlich nichts gebracht. Wir können Comeback mit einsetzen, nö, noch nicht. Das habe ich noch nicht nötig, so unbedingt. Oh, Crossroads! Crossroads! Das kann der Sieg sein, Eddie taunted gerade. Das ist der Sieg! Eins, zwei, drei, oh! Schade. Ich habe jetzt Comeback-Moment. Kreis. Ich habe nicht ganz drauf geachtet. Die Anzeige war irgendwie anders, ne? Normalerweise hat man noch mal so ein grünes Feedback. Warum gehen jetzt alle auf mich? Geht zu wem anders? Ja, jetzt habe ich Comeback-Moment verloren. Und ich glaube, Ray muss hier tappen, oder? Ich halte mal Eddie in Schacht. Nein, er kommt nochmal raus. Schade. Ja, zu schön gewesen, aber wir haben Signature Move. Nein. Wer hat einen Signature Move? Eddie hat einen Signature Move. Er zeigt hier nämlich einen Brainbuster, aber wir auch, oder? Nein, Quatsch. Cody? Danke. Ich wahrscheinlich umsonst Dings eingesetzt. Na. So, 619, erst zeige ich aber noch den Pin hier vorher. So, unterbrechen! 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 Nein! Ray und Eddie besiegen uns! Oh no! Komm schon! Das war nicht so cool. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben. Wie das so klappt mit den Tag-Team-Zeugs und so. Aber spannendes Match, oder? Wie fandet ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Wäre sehr nett. Hier, Crossroads. Wunderbar gemacht. Hab's leider nicht geschafft, Eddie zu konnten, denn
wäre es eventuell der Sieg gewesen. Hier nochmal der glückliche Versuch, irgendwie was zu reißen. Aber Eddie hat uns so abgelenkt, dass wir unserem Freund Cody nicht mehr helfen können. Na. Schade. 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 Hier sehen wir die feiernden Sieger, Ray und Eddie. New Day. Ihr habt es fein gemacht. Und das war's für diese Ausgabe vom Universe Mode. Ich hoffe, ihr seid morgen um 16 Uhr wieder dabei, wenn es heißt Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Ja. Tschüss.